Ich bin Max-Peter. Heute sind wir in Darmstadt beim European Space Operations Center. Hier werden die Satelliten kontrolliert, überwacht, die von der ESA, der Weltraumorganisation, ins Weltall geschossen werden. Und wir schauen mal hinter die Kulissen. Kommt mal mit. Ferri, der Leiter des ESA-Missionsbetriebs, jetzt gerade neben mir. Herr Ferri, das ist ja hier fast wie in einem Hollywood-Film, will ich schon fast sagen. Ich bin das erste Mal hier und bin hellauf begeistert. Sie haben hier die Kontrolle über alles eigentlich, müssen alles im Auge behalten. Das ist ja nicht so ein einfacher Job, den man einfach mal so 8 Stunden am Tag absitzt, oder? Eigentlich der schwierige Job haben meine Leute. Die sind direkt an der Front mit den Satelliten. Ich muss nur schauen, dass alles in Ordnung ist, dass sie die richtigen Ressourcen haben, dass sie in schwierigen Momenten vielleicht die richtigen Entscheidungen treffen. Spannend ist es natürlich. Auf jeden Fall. Was wird denn jetzt hier in diesem Raum, in dem wir sind, alles gemacht? Ja, also in diesem Raum besonders werden alle kritischen Phasen der Missionen verfolgt. Typisch ein Start. Also jeder Start, das ein europäischer Satellit hat und wo wir verantwortlich sind für die Kontrolle, wird von hier kontrolliert. Nicht die Rakete. Die Rakete wird von dem Raketenstart typisch Kourou in Guyana, französische Guyana, passieren. Aber wenn der Satellit 1 Stunde, 2 Stunden später nach dem Start sich von der Rakete trennt, ab diesem Moment übernehmen wir die Kontrolle des Satelliten. Und das wird von diesem Raum gemacht. Satelliten sind ja einige in der Umlaufbahn. Was bringen die den Menschen unterm Strich? Also welche Daten, die vielleicht auch fürs Leben auf der Erde sehr, sehr wichtig sind? Es gibt natürlich verschiedene Typen von Satelliten. Es gibt Satelliten, die jetzt seit lange existieren. Sie benutzen die täglich, ohne zu wissen, dass sie die benutzen. Typischer Fall sind die Fernmeldesatelliten. Alle Kommunikationen, die auf der Erde stattfinden, oder fast allen, gehen über Kabel, aber die gehen auch über Satelliten. Und sie merken das nicht. Sie rufen ihre Großmutter in den USA an und diese Telefonat kann über Satelliten gehen oder über Kabel. Das entscheiden sie nicht, entscheiden die Firmen, die das bringen. Noch ein typischer Beispiel ist Navigationssatelliten. Jeder jetzt hat eine Navigationssoftware am Telefon und in dem Smartphone und benutzt das täglich, ohne zu wissen, dass es nur über Satelliten funktioniert. Es gibt andere Familien von Satelliten, die, wie Sie gesagt haben, Daten sammeln, zum Beispiel wissenschaftliche Satelliten. Und dies sind die schwierigsten Missionen, sind sehr kompliziert, die gehen auch in Tiefen des Alls. Was bringen die? Die bringen neue Kenntnisse über das Universum, über auch die Entstehung des Sonnensystems, also wirklich Grundlagenforschung. Und dann gibt es Erdbeobachtungssatelliten. Die fliegen näher an die Erde. Wir reden von 600 bis 800 Kilometer Höhe, also nicht so weit weg. Aber es sind dieser Forschungsgebiet ist neu und das wird praktisch täglich benutzt in Landwirtschaftsplanung, Katastrophenschutz, sogar der Kampf gegen Umweltverschmutzung. Also es gibt so viele Bereiche, wo wir Satellitendaten jetzt täglich benutzen. Was natürlich, wir spinnen da immer ein bisschen rum. Wir kennen natürlich Raumfahrt aus den Hollywood-Streifen, Star Trek, Star Wars, wenn wir da natürlich ans Kino denken. Gibt es wirklich Erkenntnisse, dass Satelliten schon rausgeschossen wurden und wirklich vielleicht sogar Hinweise auf fremdes Leben gebracht haben? Nein, solche Hinweise gibt es noch nicht. Wir haben viel gelernt in den letzten 3-4 Jahrzehnten über das Sonnensystem, die Planeten aus der Nähe erforscht, aber Zeichen von Leben haben wir noch nicht gefunden. Wir suchen weiter. Ob es Leben in anderen Planeten oder Monden des Sonnensystems gibt,
weiß man noch nicht. Leben im Universum weiß man auch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Es gibt Milliarden von Sternen. Wir wissen jetzt auch dank der Satelliten, dass praktisch fast jeder Stern hat mindestens ein Planet um sich. Also vor 20 Jahren war das total unbekannt. Es gab keinen Beweis. Also, dass es nur Leben auf der Erde ist, ist sehr unwahrscheinlich. Wir haben, als wir hergefahren sind, so ein bisschen auch wieder rumgesponnen, haben gesagt, ja, damals Asteroiden, Kometen, die auf die Erde geprallt sind, die Dinosaurier ausgerottet haben sollen. Satelliten werden ja auch dafür eingesetzt, wirklich gefährliche Himmelskörper zu kontrollieren. Wie geht das genau? Im Moment sind wir in der Phase, wo wir diese gefährlichen Himmelskörper, die nennen wir kleine Körper, wie Asteroiden oder Kometen, zu erforschen und zu verstehen, also zuerst, wo sind die, katalogisieren wir das alles, wir schauen, wo die fliegen, ob sie eine bestimmte Wahrscheinlichkeit von Kollision zur Erde in der Zukunft haben werden. Also wir sind in dieser Phase und wir schicken Satelliten dahin, um zu lernen, was sind diese Körper? Sind die zum Beispiel aus Eisen oder aus Eis? Das macht einen großen Unterschied, wenn man eines Tages vielleicht eine echte Verteidigung gegen diese Körper bauen will. Im Moment sind wir noch nicht da, aber es gibt schon Projekte von Satelliten, die versuchen, verschiedene Methoden, die Bahn dieser Körper zu beeinflussen. Und das wird die Basis sein für eine zukünftige Verteidigung. Wenn wir zu den aktuellen Missionen oder den aktuellen Projekten, Satellitenprogramm zu sprechen kommen, was sticht da momentan heraus, ganz aktuell? Also ganz, ganz aktuell im Moment haben wir einen Satellit und eine Sonde, eigentlich heißt das, um den Mars. Und diese Sonde benutzt eine ganz neue Technik, um die Umlaufbahn zu ändern und die Endumlaufbahn zu erreichen, die wichtig wird für seine wissenschaftliche Messungen. Diese Technik heißt Aerobraking. Und diese Sonde heißt ExoMars. Und ExoMars fliegt im Moment alle 2 Stunden durch die Atmosphäre, die höhere Atmosphäre vom Mars und bremst. Ja, praktisch benutzt die Atmosphäre, um Energie zu verlieren und dann die Umlaufbahn zu ändern. Es ist sehr kritisch, sehr kompliziert. Wir machen das zum ersten Mal. Die Amerikaner haben das 2-3 Mal gemacht. Für Europa ist das erste Mal. Und es passiert im Moment alle 2 Stunden. Man schläft nicht so gut in so einer Zeit, ja, aber es wird bald vorbei sein. Wir befinden uns jetzt gerade in Darmstadt. Standort Darmstadt, wie arbeitet der international zusammen mit anderen gleichwertigen oder ähnlichen Einrichtungen? Also zuerst muss man sagen, die ESA ist schon eine internationale Organisation. Wir haben 22 Mitgliedstaaten. Also hier erlebt wirklich, was international ist. Auf der anderen Seite, wir sind täglich in Verbindung mit anderen Weltraumagenturen. Mit der NASA kooperieren wir seit Jahrzehnten, mit den Russen auch, mit den Chinesen. Also auch sehr stark über politische Schwierigkeiten können wir sehr, sehr gut arbeiten. Anderes Stichwort Weltraummüll. Je mehr man hochschießt, desto mehr bleibt er vielleicht auch dann in der Umlaufbahn hängen. Das wird auch kontrolliert, wird auch von hier kontrolliert. Wie kontrolliert man das denn? Weil es ist ja wirklich teilweise auch sehr, sehr viel Müll, der dann rumschwirrt. Ja, eigentlich kontrollieren ist ein zu starkes Wort. Was wir bis jetzt tun können, ist zuerst vermeiden bei neuen Projekten, dass zu viel Müll produziert wird. Zum Beispiel am Anfang der Raumfahrt vor 50 Jahren hat man die 3. Stufe der Raketen einfach in Umlaufbahn gelassen. Und jetzt, diese 3. Stufe sind das größte Problem. Nach ein paar Jahren explodieren die und dann gibt es diese Müllwolken in Umlaufbahn. Und die bleiben einfach da, hunderte von Jahren manchmal. Wir können das vermeiden und das tun jetzt die Weltraumagenturen. Zweitens, was schon da ist, können wir nicht einfach zurückbringen. Was wir tun können, ist beobachten,
finden, wo welche Teile sind, wo die fliegen, und dann Vorhersagen der Umlaufbahn von diesen Teilen herstellen, damit wir nicht in diese Müllwolke fliegen mit unseren Satelliten. Und das tun wir ständig. Wir nutzen übrigens, die meisten Daten, die wir haben, kommen aus dem Militär der Amerikaner. Die haben eine große Infrastruktur, die niemand auf der Erde sich leisten könnte. Die haben das aus militärischen Gründen. Aber man kann auf diese Datenbank von Weltraummüll, also runter bis zu 10 cm Stücke, kann man praktisch gucken und sagen, okay, hier habe ich in den nächsten 3 Tagen eine Kollisionsmöglichkeit von 10 hoch minus 3. Das ist zu gefährlich. Dann muss ich meine Umlaufbahn, meine Satelliten ändern, damit ich diese Kollisionswahrscheinlichkeit reduziere. So, das machen wir. Das Problem ist um die Erde herum, also sagen wir bis zu 1000 Kilometer Höhe. Das ist das größte Problem. Und täglich, wir haben fast 10 Satelliten, die in diesem Gebiet fliegen, und täglich müssen wir überprüfen, ob der Weg frei ist. Ist da auch schon mal was schiefgegangen? Also wurde ein Satellit sozusagen verloren an den Weltraummüll? Ja, nicht von uns, aber schon. Es gibt ein sehr berühmter Fall von Kollision zwischen 2 Satelliten bewiesen. Das ist katastrophal, nicht nur für die Satelliten, sondern auch für die zukünftige, weil das verursacht eine weitere Wolke von diesen kleinen Teilen. So, das war wirklich sehr schlimm. Es gibt nicht viele Fälle, aber wir haben bei uns einmal, es war vor 2 Jahren, eine solche Kollision erlebt mit einem Teil, das zu klein war, um aus dem Boden zu sehen und zu messen. Das heißt, es gibt Millionen von diesen Teilen und die kann man nicht ausweichen. Die sind da und man weiß nicht, wo die genau sind. So, dieser Teil war weniger als 1 Zentimeter groß und hat die Solarzellen eines Satelliten der ESA getroffen, hat einen Krater von 40 Zentimeter verursacht. Gott sei Dank, am Ende der einzige Schaden war, dass wir 5% unserer Leistung verloren haben. Also die Mission geht gut weiter, aber da haben wir Glück gehabt. Ja. Eine Millisekunde früher hätte dieser kleine Teil den Körper des Satelliten getroffen und das vielleicht sogar den Satelliten zerstört. Letztes Jahr großes Jubiläum, 50 Jahre, Standort Darmstadt dann auch, ESOC. Sie sind ja auch schon eine ganze Weile hier dabei. Ich wollte jetzt nicht nennen, wie lange. Nein. Was waren so die Highlights, solange wie Sie schon hier sind? Was waren die größten Höhepunkte Standort Darmstadt? Also zuerst muss ich sagen, als ich hierher kam, war noch die Pionierszeit der Raumfahrt. Also es war noch in den 80er Jahren. Und ich konnte mindestens, meine Kollegen, ich war sehr jung damals, meine Kollegen waren die Pioniere. Es waren Leute, die die Apollo-Missionen erlebt haben, die ersten Satelliten der ESA erlebt haben, die Daten aus den Bodenstationen selbst geholt haben über magnetische Tapes, Bänder. Selbst weil damals keine Kommunikationslinien gaben. Das heißt, es war wirklich die Pionierzeit. Als ich kam, die Satelliten überlebten im All vielleicht 1-2 Jahre. Ein Fehler nach dem anderen. Ja. Unsere Industrie konnte die Satelliten nicht robust genug bauen. Also das waren die ersten Jahre. Aber Sie haben über Highlights gesprochen. Und ich kann mindestens 2 erwähnen, die wirklich Darmstadt auf dem gleichen Niveau mit der NASA und mit anderen Weltraumagenturen gebracht haben. Zuerst die Landung von Huygens. Es war eine Sonde, die zum Mond von Saturn, Titan heißt das, gelandet steht ist. Die, auch hier oben? Die steht auch hier oben drin. Also Moment, hier sehen Sie den Start. Unten, 15.10.97, das war der Start. Und die Landung steht da oben, 3. Reihe, Huygens, 14.01.05. Und Cassini war die NASA-Sonde, die Huygens zu Saturn gebracht hat. Und dann Huygens ist
selbst von alleine gelandet mit Fallschirm auf die Oberfläche, hat überlebt, hat Bilder und Messungen von diesem unglaublichen Welt geschickt hat. Und das war die Landung, bis jetzt die Landung, die am weitesten weg von der Erde erfolgt ist. Also es war wirklich ein Höhepunkt, diese 2005. Ich habe sogar unsere Wissenschaftsdirektor weinen sehen. Ja, das war wirklich fantastisch. Und das hat uns damals, unser Generaldirektor sagte, es gibt eine ESA vor Huygens und eine ESA nach der Huygens. Hat wirklich uns in die erste Liga gebracht. Und natürlich zweitens ist Rosetta. Rosetta ist immer noch heute eine Mission, die niemand auf der Welt wiederholen kann. Die Erfahrung, um einen Kometen zu fliegen, ist in Darmstadt und sogar die NASA kann das nicht heute. Ja, vielleicht eines Tages lernen sie das. Rosetta war historisch, Rosetta war wissenschaftlich sehr, sehr wichtig, aber Rosetta war eine Herausforderung, die wirklich uns, die ESA und ESOC, auf der Spitze der Raumfahrt gebracht hat. Ein unglaublich spannender Job, will ich es mal nennen. Und Sie sitzen hier, ich glaube, wenn ich an Ihrer Stelle sitzen würde, ich würde bibbern und zittern, weil er wirklich viel auch auf Ihren Schultern lastet. Sie haben große Verantwortung, aber Sie sind wirklich ganz gelassen. Gibt es trotzdem auch noch nach so vielen Jahren Augenblicke, wo auch Sie so ein bisschen aus der Ruhe kommen, weil Sie sind ja relativ ruhig hier? Ne? Ja, natürlich, es passiert sehr, sehr oft. Ich kann zum Beispiel zwei Beispiele nennen von letzten Wochenende. Heute ist Montag, ja? Freitagabend, ich war im Parkhaus, ich wollte nach Hause und meine Flugdynamik-Kollegen, die jetzt an dieser ExoMars Aerobraking arbeiten, einfach sagen mir, ja, morgen haben wir eine sehr niedrige Kollisionwahrscheinlichkeit mit einer Sonde der NASA, die um den Mars fliegt. Ja, und das ist, die Wahrscheinlichkeit war niedrig, aber wir konnten nichts tun. In dieser Aerobraking-Phase können wir unsere Umlaufbahn nicht so einfach ändern. Also, die NASA war auch nicht erfreut. Diese Alarm ging bis zu hoch in dem Management der NASA, aber es war unvermeidbar. Nur, wir waren froh, dass die Wahrscheinlichkeit war sehr, sehr niedrig und am Ende ist nichts passiert. Aber ich kann sagen, dass mein Samstag nicht so ruhig war. Und zweite Beispiel, auch am Wochenende, Sonntagmorgen, bekomme ich eine Nachricht, dass eine von unseren Satelliten, die Gaia, ihn selbst in einem Safe-Mode umgeschaltet hat. Es gab ein Problem, wir wissen noch nicht, was für ein Problem war. Dann müssen alle Leute hier rein. Gott sei Dank, ich konnte zu Hause bleiben, ich würde mich so viel helfen, sogar stören vielleicht. Aber ja, dann macht das auch sehr unruhig. Gaia ist sehr, sehr wichtig und so ein Problem, natürlich ist wahrscheinlich vorübergehend, aber unterbricht die Produktion von Gaia. Die sammelt Daten über Milliarden von Sternen und das ist nicht so schön. Ja? Also, mein Leben bleibt sehr, sehr spannend und es gibt Momente, wo man sagt, um Gottes Willen, warum tue ich mir das? Ja. Ja. Eine letzte Frage hinsichtlich Zukunft der Satellitenraumfahrt, so nenne ich es jetzt mal. Wenn wir wirklich in die Zukunft blicken, was erwartet uns? Wie geht vielleicht die technische Entwicklung weiter? Wo sind wir in 10 Jahren? Schwer zu sagen. Also wie Sie wissen, es ist immer blöd, die Zukunft vorherzusagen. Also man liegt fast immer falsch. Ich kann sagen, wir erleben im Moment, ich habe wahrscheinlich, wenn ich das simplifizieren will, wir haben die erste Revolution erlebt, wirklich in der Pionierphase bis zur Mondlandung. Und dann kam die große Enttäuschung nach der Mondlandung, alles ging runter. Ich war ein Kind, man hat mir versprochen, der Mensch wird auf dem Mars 1985 landen. Blödsinn, jetzt ist noch nicht passiert. Also große Enttäuschung nach der ersten Revolution. Dann kam die zweite Revolution, es war praktisch als die Amerikaner mit dem Space Shuttle gedacht haben, Weltraum um die Erde wird für alle. Und sie haben das sogar als Programm entwickelt, bis der Challenger-Unfall kam. Und das hat diese zweite Enttäuschung gebracht.
Jetzt erleben wir eine dritte Revolution. Jetzt kommen die kommerziellen Interessen im Weltraum. Ich glaube, das kann man vergleichen mit der ersten Pionierphase, mit der, diese Illusion, ja? Wie heißt das auf Deutsch? Illusion. Mit dieser Illusion. Diese Illusion, dass Weltraum so einfach wird für alle. Heute glauben alle, dass Weltraum wirklich stark kommerzialisiert werden kann. Sogar die Exploration, also sogar Flüge zum Mond oder zum Mars, dass die kommerzielle Welt zum Weltraum kommt. Wir erleben das und das ist für die nächsten, Sie sagten über die nächsten 10 Jahre, es wird das natürlich passieren. Ob wir dann eine weitere Enttäuschung erleben werden, weiß ich nicht. Ja. Aber im Moment, das ist die Richtung. Viel mehr kommerziell. Natürlich die institutionellen Agenturen bleiben, weil die haben immer noch Arbeit in Bereichen wie Wissenschaft oder so, die bleibt bei den Institutionellen. Aber mehr und mehr Industrie kommt direkt in Raumfahrt. Raketen, Satelliten und wir werden das sehen. Wir sind mittendrin im Raum des Geschehens. Hier müssen wir ein bisschen ruhiger sein, weil die Zuständigen hier natürlich auch sehr konzentriert arbeiten. Erklären Sie uns jetzt mal, was wird jetzt hier genau gemacht? Also hier in diesem Raum werden die Astronomiemissionen kontrolliert. Im Moment sehen Sie viele Leute, bei einer davon laufen Notarbeit wegen einem Problem, das am Wochenende eingetreten ist. Es sind viele Leute, die jetzt direkt daran beteiligt sind. Normalerweise in dieser Ecke hier sind die Kommandostationen, sind die Leute, die hier die Kontrolle der Satelliten haben, sind Leute, die auch auf Schichten arbeiten, also 24 Stunden am Tag. Und die drei Satelliten, die von hier kontrolliert werden, kriegen täglich einen Kontakt mit den Bodenstationen. Die Leute hier sehen die Daten auf diesen Bildschirmen und können alle Kommandos, das heißt, sind wie Computerinstruktionen, die dem Satelliten sagen, was er zu tun hat. Ja. Und das passiert jeden Tag, abhängig vom Satellit. Die alten Satelliten bleiben sehr lange in Kontakt. Die neuen wie Gaia, das ist normalerweise ein Kontakt von 2 bis 4 Stunden am Tag. Sind die Stationen hier auch immer 24 Stunden lang besetzt, müsste wahrscheinlich so sein. Ja, aber nicht alle. Normalerweise sind nur 2 Leute und wir werden das auch wahrscheinlich in der Zukunft reduziert auf eine Person, also eine Station 24 Stunden am Tag. Dann kommen die Leute tagsüber für, sagen wir, mehr Routinearbeit, Planung und so weiter und auch intervenieren sie, wenn was schief geht. Sie werden zu Hause alarmiert, manchmal automatisch bei Computer, manchmal bei den Leuten, die hier sind und müssen reinsteigen. Sonst, also jetzt sehen Sie viele Leute, nachts über ist 1 oder 2 Personen. Rainer Kresken jetzt neben mir, Flugdynamikingenieur. Herr Kresken, das ist hier Ihr Arbeitsplatz, viele Monitore, viele, viele Daten. Was machen Sie hier genau? Ja, wir beschäftigen uns hier mit dem Forschungssatelliten XMM und Integral. Beide Satelliten sind in der Erdumlaufbahn, weil die Strahlung, die sie beobachten möchten, nicht bis zur Erdoberfläche durchdringt. Das ist Röntgenstrahlung im Fall von XMM und Gammastrahlung im Fall von Integral. Wie gesagt, diese Strahlungen werden von der Atmosphäre komplett absorbiert, sie dringen nicht bis zur Erdoberfläche durch. Und das ist gut so, denn sonst wären wir nicht hier. Das ist sehr energiereiche Strahlung, die uns schnell töten würde. Diese Satelliten beobachten alle Objekte im All, bei denen es um sehr hohe Energien geht, zum Beispiel Sachen, die mit Sternkollisionen zusammenhängen oder schwarze Löcher oder solche Sachen, Sternexplosionen, sowas schauen wir uns an. Und beide Satelliten sind schon seit vielen Jahren in der Umlaufbahn, XMM seit 1999 und Integral seit dem Jahr 2001. Und wir hier sind sozusagen das Bindeglied zwischen dem Satelliten und den Forschern, die diese Satelliten benutzen. Und wenn wir jetzt hier mal wirklich auf so ein paar Daten sehen, also ich meine, für mich ist das ja, ich will jetzt nicht sagen wie Latein früher in der Schulzeit, aber es sieht ja unglaublich komplex aus. Das sind jetzt wirklich Daten, aus denen Sie wirklich Ergebnisse, Erkenntnisse ziehen können? Ja genau, also wir brauchen die Informationen, die angezeigt sind, um den Satelliten erfolgreich und sicher zu bedienen. Zum Beispiel müssen die Satelliten
uns mitteilen, wo sie gerade hinschauen. Und dazu haben wir diese Anzeigen hier. Sie sehen hier diesen gelben Punkt, der symbolisiert die Sonne. Die Satelliten haben einen Sonnensensor, der uns Funksignale in elektronischen Daten übermittelt, von wo, in welcher Richtung vom Satelliten aus gesehen die Sonne steht. Das brauchen wir so als Referenz. Und dann haben wir hier auch eine Kamera, die Sterne beobachtet, die genau in Blickrichtung liegen. Und auch die, aus dieser Information können wir ableiten, in welche Richtung der Satellit gerade schaut. Wahnsinn. Und Sie haben gesagt, es wird auch in schwarze Löcher geguckt. Das ist ganz richtig, ja. Also schwarze Löcher kann man selber nicht sehen. Wie der Name schon sagt, die geben keinerlei Strahlung ab. Die schlucken nur Strahlung und da kommt nichts mehr wieder raus. Gar nichts mehr. Auch das Licht nicht mehr. Aber wenn diese schwarzen Löcher zum Beispiel Materie auffangen, dann heizt sich diese Materie erstmal erheblich auf, so auf mehrere Millionen Grad, bevor sie dann in dieses schwarze Loch gesaugt wird. Und das können wir tatsächlich beobachten. Also die schwarzen Löcher sind selber unsichtbar, aber sie haben eine beobachtbare Wirkung auf ihre Umgebung. Und daraus können wir Aussagen über die schwarzen Löcher treffen. Schau. Ja? Oder ist das nochmal wieder was anderes? Nee, das ist was anderes. Okay. Ja, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, nämlich auf, wir sind nämlich beides sehr, sehr große Science-Fiction-Fans. Sogar ein Science-Fiction-Fan-Club, der existiert leider nicht mehr, aber ja, hier gibt es auch sehr viele Science-Fiction-Fans. Welcher ist Ihr Lieblings-Science-Fiction-Film? 2001, eine Odyssee im Weltraum. Weltbekannt natürlich. Was sagen Sie zu Interstellar? Ah, der hat mir nicht so gut gefallen, den fand ich ein bisschen... erstmal langweilig und zweitens nicht so richtig plausibel von der Handlung. Finde ich mega geil. Wollten Sie das hören? Das wollten wir hören. Weil wir sind totale Fans von dem Film, aber nur, weil wir uns natürlich mit der Materie nicht auskennen. Das ESOG in Darmstadt, wir waren da, haben mal wirklich hinter die Kulissen geblickt und es war unglaublich eindrucksvoll. Das, was wir sonst nur aus Star Trek und Apollo 13 kennen, heute waren wir mal hautnah dabei. Feierabend unterwegs. Mal gucken, wo es uns demnächst hin verschlägt. Macht's gut, bis dann!